Hallo, meine Lieben. Ja, seit langem endlich mal wieder ein Video von mir. Ihr wisst ja, ich bin ja in Spanien gewesen. In der Zeit hattet ihr ein paar Videos von mir gesehen, die ich vorher ja bearbeitet hatte und hochgeladen hatte und dann dementsprechend immer freigegeben habe. Heute, ja, mit dem ersten Video jetzt bin ich nicht zurück mit einem Video, wo ich erzähle von meiner Spanienreise, sondern mit einem Ü-Paket, was ich von meinem besten Freund bekommen habe. Ich hatte ihm gesagt, er soll bitte mal beim Action wieder für mich gucken, ob es was Neues gibt. Und er hat das natürlich gemacht. Und jetzt habe ich hier wieder ein Päckchen vor mir. Ich habe die letzten 1,5 Wochen Besuch. Und ja, deswegen habe ich auch so gar nichts gemacht. Und ich war auch direkt nach meinem Spanienaufenthalt noch ein bisschen in unserem Feriendomizil. Und deswegen, ja, gab es so gar nichts von mir, aber heute endlich mal wieder ein Video. Und zwar zeige ich euch quasi einen Action-Haul, mehr oder weniger, was ich alles bekommen habe von ihm. Und ich mache mal auf und schau mal hinein. Und das hier ist erstmal schon mal was ganz anderes. Das ist Liquid für E-Zigaretten. Da habt ihr mir was mitbestellt. So, und ihr seht, hier ist gleich alles bunt durcheinander gewürfelt. Als erstes fällt mir hier ein Block in die Hand. Ja, ich glaube, ich blätter den gar nicht durch. Ihr kennt den bestimmt auch schon. Der ist, das soll das Pferdchen Prinzessin ist das? Ich weiß es nicht genau. Da sind hier verschiedene Prinzessinnen drin. Ja, hier sind verschiedene drin. Und die sind dann immer, ja, holographisch, nicht holographisch, hier so glänzend. Genau, das ist das eine. Jetzt muss ich mal gucken, was ist hier passiert. Nein, er nimmt weiter auf. Okay, gut. Jetzt habe ich schon Angst bekommen. Hier sind Stempel mit dazugehörigen Stempelblöcken. Fand ich auch ganz interessant. Also ich habe ein paar Sachen schon gesehen. Da wurden mir Fotos von geschickt, ob ich die haben möchte oder nicht. Und ja, diese Stempel hier fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich die Stempelblöcke benutzen werde, weil die sind doch relativ schmal. Und ihr wisst, meine Dinger, die ich benutze, die sind sehr dick. Und mein Finger passt hier rein und ich schmadder mir die Hände nicht voll. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich die benutze, aber sonst kann ich die ja auch weitergeben. Nur die haben auf jeden Fall eine interessante Größe, finde ich. Also einen werde ich garantiert behalten. Und bei den anderen gucke ich mal. So, dann haben wir hier einmal einen mit so einer Bank und ein paar Blümchen. Hier haben wir Schmetterlinge und hier dann so Traumfänger mit Herzchen und Rund und ein paar Federn. Ganz süß auf jeden Fall. Hier haben wir Stempel mit dazugehörigen Stanzen. Ja, auch sehr süß. Und es könnte auch sein, dass das ein oder andere doppelt ist, genau. Und die Doppelten werden immer dann in die Kiste wandern für die Verlosung, die dann irgendwann mal kommt. Also hier sind auf jeden Fall diese schon mal. Ich gucke dann, was doppelt ist. Ich glaube, das mache ich später. Jetzt gucke ich mir hier erstmal die Blöcke noch an. Ja, hier ist auch wieder für einen Frozen. Dieser hier ist auch von Frozen. Ich glaube, da sind da welche dabei, die glänzend sind? Nee, sind nicht. Aber der ist aber sehr schön, der Block. Den mag ich tatsächlich mal. Sonst diese Disney-Sachen sind ja nicht immer so Bombe, finde ich. Aber der ist auf jeden Fall ganz schön. Hier haben wir einen mit Minnie Maus. Und hier haben wir einen mit Smiley und Einhörnern. Ja, finde ich auch ganz cool. Hier sind noch welche mit diesen Blöcken. Fahrradblümchen und so ein bisschen Kuchengeschichten. Kann man ja auch immer gebrauchen. Hier haben wir nochmal Blöcke. Und hier ist Winnie Pooh. Winnie Pooh ist cool. Also ich mag Winnie Pooh. Vor allem IA finde ich ja, voll cool. Da war er gerade auf dem Ballon. Na, wo bist du? Da. Voll cool. Whatever, genau. Ja, cool. Da ist am meisten sogar von dem IA drin. Ja, hier haben wir noch ein Blöckchen von Mini. So, und dann habe ich wieder diverse Stanzteile. Die gucken wir gleich alle in Ruhe durch. Vorher nochmal dieser hier mit dem Blümchen. Da drunter
runter. Ach, das sind wieder andere Sachen. Dann gucken wir erstmal nach den Blöcken. Und zwar habe ich einmal diesen hier und den finde ich auch tatsächlich sehr schön, obwohl wieder viel mit Rosen ist, die ich ja nicht so gerne mag. Aber diese Blätter hier zum Beispiel oder das hier finde ich total schön. Ja, diese Watercolor-Geschichten, die sind wirklich sehr, sehr schön. Das hier, ein Traum. Ja, ich denke, ihr kennt die. Ich gehe einfach mal davon aus. Einmal hinter mich. Dann haben wir hier einen mit so ein bisschen maritim. Finde ich auch sehr schön. Die Farben sind total schön. Den gehe ich jetzt aber nicht durch. So, und jetzt suche ich mal diese ganzen rosanen Dinger hier raus und gucke dann auch gleich mal, was ich dann davon irgendwie doppelt habe. Also es könnte gut sein, dass von denen, die ich jetzt hier raushole, dass ich davon schon welche doppelt habe. Und dass ich die aber nur einmal hatte und dann gesagt habe, bitte besorgt mir die nochmal. Das weiß ich jetzt aber nicht, da habe ich nicht den Überblick. Hier so eine Herzchenbordüre. Hier ist ein Hello mit so einer Blumenranke. Dieses hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das habe, aber ich glaube, ich habe das einmal weggegeben. Ich glaube, das hat mit Fruchteis bekommen. Hier haben wir eins mit Blümchen. Dieses hier erinnere ich mich gut dran, das hatte ich auch schon. Hier ist das mit den Herzchen definitiv nochmal. Dieses hier auch nochmal. Okay, hier haben wir so ein Lebkuchending, das ist gerade dazwischen gerutscht. Hier die Herzen zweimal. Also ihr seht, da wandert wieder einiges auch in das Verlosungskästchen. Dann diese gewellten, da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich die auch schon habe. Die runden habe ich definitiv auch schon. Das heißt, die sind dann sogar doppelt. Einmal für die Verlosung und einmal noch so zum Tauschen. Diese habe ich bereits auch in meiner Mappe, wo ich meine ganzen Standschablonen drin habe. Und dann gehen die auch zweimal. Diese hier, glaube ich, habe ich auch schon. Das heißt, die habe ich auch zweimal doppelt quasi. Also habe sie theoretisch dreimal. Hier ist das nochmal. Das habe ich vorhin schon gezeigt. Und hier sind die Vierecken. Und die habe ich, glaube ich, auch schon. Das heißt, davon geht das meiste tatsächlich in die Verlosung oder ist zum Tausch. Ich schaue nur mal durch, ob ich die mit den Herzen, ob ich die schon habe oder nicht. Und mit dem Hello. Bei dem hier bin ich mir ziemlich sicher. Bei dem Blümchen bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber ansonsten, ja, geht das meiste in die Verlosung. So, und jetzt schaue ich mal, was wir hier noch haben. Hier haben wir lauter gelbe. Ich versuche jetzt mal nach Farben so ein bisschen zu gehen. Und gucke dann mal, wenn was doppelt ist, wisst ihr, dass das immer in die Verlosung wandert. Beziehungsweise, ach, hier haben wir das hier nochmal. Das ist aber ohne das Hello. Genau. Muss ich mal schauen. Gelb. So, genau, das sind jetzt alle gelben. Und jetzt gucke ich mal. Hier ist schon mal eins auf jeden Fall doppelt. Das hier ist auch doppelt. Das ist doppelt. Ja, die sind alle einmal doppelt. Genau, super. Also, dieses Teil hier. Dann hier solche, ja, sieht für mich fast aus wie Weihnachtskugeln. Könnte man dann entweder so rum ausstanzen oder so rum als Lollis oder so. Dann hier so ein Herzchen und hier drin sind die einzeln oder sind die daran festgemacht? Nee, ich glaube, die sind einzeln. Und dann hier noch diese Ranke. Ja, und wie ihr seht, alles einmal doppelt. Das heißt, alles wandert einmal auf jeden Fall in die Verlosung. So, hier sehe ich schon, das ist auf jeden Fall doppelt. Also ich versuche immer, dass er, also ich sage ihm immer, versucht bitte alles doppelt zu bekommen. Das klappt natürlich nicht immer, aber manchmal klappt es. So, das hier ist auch doppelt, so. Und dieses hier auch so. Also, das habe ich schon gesehen, es ist doppelt. Steht da was drin oder ist das nur, sieht das nur so aus, als wenn da was stehen würde? Ne, ich glaube, das sieht nur so aus. Auch so eine Ranke. Oder steht da was? Ich kann es nicht genau erkennen, ehrlich gesagt. So, dann haben wir hier ein bisschen Gras mit, das ist hier wohl so, ach, wie heißt das denn?
was ganz oft im Straßenrand auch wächst. Und hier noch ein paar Blümchen dran. Hier so, sieht aus wie eine Brille irgendwie mit einer Krone. Und hier einmal so eine Ranke. Ja, und jetzt kommen die vier nochmal doppelt. So, dann haben wir Blau. Ja, und die anderen sind dann alle rot. Und zwar schaue ich auch hier wieder. Jawohl, das ist doppelt. Das ist doppelt. Der Schmetterling ist doppelt. Ich glaube, das sind immer vier Dinger und die sind auch alle vier wieder doppelt. Jawohl, super. Also hier haben wir dann so junge Rosen, die noch geschlossen sind. Mit so einem bisschen Geschnörkel dran. Hier sind es zwei Rosen, also so eine Schleife quasi in der Mitte. Jetzt werden die sich so spiegeln. Hier ist eine einzelne Rose. Und hier haben wir noch einen Schmetterling. Ja, und das Ganze wieder, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, doppelt. Also auch wieder für die Verlosung. So, dann habe ich hier dreimal solche Herzchenaufkleber bekommen. Die sind natürlich für mich. Die habe ich auch noch nicht. So, und zu guter Letzt die ganzen roten. Und da muss ich jetzt mal gucken, weil es sind echt viele. Ja, dadurch, dass ich auch die letzte Zeit überhaupt gar kein YouTube geguckt habe, weiß ich jetzt überhaupt nicht, was es momentan alles gerade so Neues gibt. Ich mache das anders. Ich mache das so immer, wenn mir was doppelt in die Hand fällt, dann lege ich eins davon dahin und eins dahin. Dann sehe ich, ob das doppelt ist oder nicht. So. Ja. Genau. Und die sind auch alle doppelt. Sehr schön. Dann gehe ich das einmal mit euch durch. Hier ist so eine Art Pusteblume, würde ich sagen. Hier einfach nur so ein bisschen geschnörkelt, so Blätter. Das hier könnte so ein Spiegel sein oder so ein Schild oben. Früher hatten die doch oft solche Schilder an Häusern dran, wo dann drauf stand, was für ein Geschäft das ist oder so. Dann habe ich hier ein paar Fledermäuse. Ja, Weihnachten kommt irgendwann wieder, auf jeden Fall. Lebkuchenmänner. Kerzen. Finde ich auch sehr schön, diese Blümchenranke. Und nochmal so eine Blume. Ja, und wie ihr gesehen habt, auch alle doppelt, auch wieder alle einmal in die Verlosung. Ja, und das war es auch schon. Ja, es war wieder eine ganze, ganze Menge. Auch wenn ich das jetzt heute alles so ein bisschen schneller durchgegangen bin, war es ja doch relativ viel. Also ihr seht das hier alles, ne? Okay, ich will euch noch eine Sache zeigen. Das packe ich hier jetzt mit dazu, obwohl das jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Und zwar, in Spanien gibt es ganz viel Santoro-Sachen. Und da habe ich diese Teile hier entdeckt. Und die habe ich mir zweimal mitgenommen. Einmal ist für jemand anderen und einmal ist für mich. Und ich habe die bis jetzt nicht ausgepackt, weil ich die mit euch auspacken wollte. Und zwar sind hier Aufkleber drin von Santoro. Ui, cool. Ja. Hier ist das auch wirklich wie so ein Aufhänger oder ist hier kein Loch? Nee, aber da kann man hier eins reinstanzen. Das ist richtig cool hier. Das ist richtig dick und so glänzend. Also es ist wie Stoff und die Herzchen da drauf, die glitzern und sind auch noch mal so ein bisschen, ja, es hat so einen ganz tollen Schein, sehr schön. Und hier, das hier ist so ein bisschen wie Vinyl, also so ein bisschen dicker auf jeden Fall, aber auch sehr schön. Hier so ein Herzchen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da immer andere Aufkleber drin sind und dass man die sammeln kann. Ich habe leider nicht mehr mitgenommen. Ich bin da in einen, ja, so eine Art Kiosk war das. Also ne, eigentlich nicht Kiosk, das war mehr so ein Schreibwarenladen. Und da habe ich die gesehen, da habe ich gedacht, ach komm, da nimmst du dir jetzt mal zwei so eine Paketchen mit. Ja, und ihr seht, ne, hier sind, also ich glaube, das sind so Sammelbilder oder Aufkleber, keine Ahnung. Also es sind auf jeden Fall Aufkleber.
Aber ich kann mir gut vorstellen, ja genau, guck mal, hier hinten sind immer Zahlen drauf. Also ich kann mir vorstellen, dass es dazu ein Buch oder sowas gibt in Spanien, wo man diese Dinger sammeln kann. Und da sind dann immer 4 oder 5 Stück drin. 5 Stück sind da immer drin. Und dieses hier hat aber keine Nummer. Dann ist das wahrscheinlich einfach nur so zusätzlich obendrauf. Und das sind dann wahrscheinlich die Karten, die man sammeln kann oder diese Aufkleber, die man sammeln kann. Ja, finde ich voll cool. Wie gesagt, hätte ich mir gerne noch mehr von mitgenommen. Aber irgendwie, ja. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Man hat ja so ein bestimmtes Budget, was man dann am Tag nicht überschreiten möchte. Das war im Budget noch drin, diese 2 Packungen. Und ich wusste nicht, was das Bett an dem Abend noch kosten wird. Deswegen, ich hatte mir das strikt vorgenommen, da so in meinem Budgetrahmen zu bleiben. Und den wollte ich nicht sprengen. Und deswegen sind es nur die Karten gewesen. Aber voll cool. Ich müsste echt mal gucken, ob es die nicht hier in Deutschland auch irgendwo gibt. Ja, ihr wisst das. Ich mag diese Santoro-Sachen total gerne. Also gerade diese Gosches-Sachen. Und deswegen habe ich mir die einmal mitgenommen und ich wollte die unbedingt mit euch zusammen auspacken und deswegen hatte ich darauf gewartet. Ihr seht wahrscheinlich, meine Fingernägel sind eine absolute Katastrophe. Ich habe die vor Spanien alle abgemacht und kurz gefeilt und in Spanien ist mir dann das ganze UV-Gel nach und nach abgeblättert und hat mir meine Nägel richtig kaputt gemacht. Ja, das passiert halt, wenn man die dann nicht weiter pflegt. In Spanien hatte ich aber nicht die Möglichkeit. Deswegen lasse ich sie jetzt rauswachsen. Und bis hier ist es auch schon rausgewachsen. Also bis zur Hälfte in etwa. Und ja, sobald die wieder rausgewachsen sind, werde ich sie mir wieder schön machen. Aber jetzt möchte ich denen erstmal die Erholung gönnen. Okay, ihr Lieben, das war's schon für mich. Ich werde versuchen, hier gar nicht viel rumzuschneiden, sondern das wirklich einfach so zu lassen. Deswegen halte ich mich jetzt auch so kurz. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder da bin und bin euch super, super dankbar, dass ihr mir so treu wart, obwohl ihr so lange nichts von mir gesehen und gehört habt. Für alle, die mich in Spanien begleitet haben, nochmal ganz viele Bussis, vielen, vielen Dank. Besonders für eine bestimmte Person, die mich auch am Bahnhof getroffen hat, beziehungsweise am Flughafen, nicht am Bahnhof. Und mir da 4 Stunden lang Gesellschaft geleistet hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wie gesagt, es werden auf jeden Fall noch Videos zu Spanien kommen. Wann genau und wie genau ich das hinkriege, kann ich euch leider noch nicht sagen, weil, wie gesagt, ich habe noch Besuch und ich weiß auch noch nicht, wie lange der Besuch bleibt. Deswegen werde ich zwischendurch versuchen, kleinere Videos zu machen. Werde es aber nicht schaffen, jetzt diese langen Spanien-Videos zu schneiden und fertig zu machen. Ich habe schon angefangen. Aber es wird noch eine Weile dauern. Bitte, bitte habt noch ein bisschen Geduld. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Tschüss!